Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier von einem sehr neuen Spiel. Das ist jetzt erst vor 2 Tagen rausgekommen. Am 18.02. Plague Inc. Ja, Community-Übersetzung wurde von den Mitgliedern der Gemeinschaft in Deutsch übersetzt. Vielen Dank, dass die so viel geholfen haben. Vor allem die Pro-Freeders, wer auch immer die sind. Wenn du Fehler findest oder bei der Übersetzung helfen möchtest, geh bitte auf unsere Übersetzungsseite. Das machen wir. Eventuell. Also es kann sein, dass einige Texte noch auf Englisch sind und noch nicht auf Deutsch übersetzt sind. Und dann starten wir mal hier Einzelspieler. Machen wir einfach mal das Hauptspiel. Der folgende solchen Typ ist entdeckt und freigeschaltet worden. Affengrippe in Einzelspieler. Okay. Freigeschaltete Seuchen. Haben wir schon 20%? Wie das? Okay, wir können eine Bakterie auswählen. Alles andere. Oder die Affengrippe. Okay. Das ist also eine Werbung, deswegen ist es freigeschaltet. Aber wir nehmen mal das Bakterium und fahren fort. Ein neuer Gen wurde entdeckt. Der folgende Gentyp ist entdeckt und freigeschaltet worden. Rückentwicklung in Einzelspieler. Okay. Wollen wir mal unserem Bakterium ein paar Gene zufügen. Oder auch nicht. Machen wir Rückentwicklung. Was auch immer das helfen soll. Okay, fortfahren. Wir machen mal normal, weil es unser erstes Spiel ist. Okay. Fortfahren. Dann müssen wir dem Virus natürlich noch einen Namen geben. Was nehmen wir denn da mal? Ipro 125. Warum auch immer. Habe ich mir jetzt einfach mal so ausgedacht. Und dann wollen wir mal spielen. Herzlich willkommen bei Pleasure Inn. Deine Wahl Bakterien. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Okay. Wähle das Ursprungsland der Seuche. Durch das Anklicken der jeweiligen Länder erhältst du mehr Informationen. Wenn du deine Wahl getroffen hast, klicke die Startblase um zu bestätigen an oder klicke stattdessen auf ein anderes Land. Okay. Weltbevölkerung haben wir 7 Milliarden. So ungefähr wie wir es jetzt auch haben. Und Zentralafrika, Ostafrika. Am einfachsten ist es, glaube ich, wenn man in einem Land anfängt, wo die Seuchenentwicklung noch nicht, also eine hohe Bevölkerungszahl hat und noch nicht so die Forschung gibt. Glaube ich. Schätze ich jetzt mal hier. Und natürlich mit Zugang zu Flughäfen und Häfen. Okay. Fangen wir mal in Ägypten an. Das ist ja ein sehr urlaubsreiches Land. Vielleicht hilft das ja. Ein infiziert. Oh, hat den ersten Menschen infiziert. Status schwach, an hohe Temperatur gewöhnt. Diese DSA-Punkte weiterentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. Ja.
Hier sieht man den weltweiten Flug- und Schiffverkehr. Und hier können wir unser Virus weiterentwickeln. Dafür brauchen wir 11 DNA-Punkte. DNA-Punkte kriegen wir genau dafür. Zerplatze zufällig auftauchende orange DNA-Blasen, um zufällige zusätzliche DNS-Punkte zu erhalten, die du zur Entwicklung deiner Krankheit einsetzen kannst. Okay. Das machen wir doch. Wir haben 6 Menschen infiziert auf der ganzen Welt. 8 jetzt inzwischen. Können wir mal in das Land reinschauen. Es passiert noch gar nichts. Also 9 Menschen sind infiziert, keine Forschung, gar nichts. Fast 100% der Bevölkerung sind noch gesund. Ibu 125 breitet sich in Ägypten von Person zu Person aus und wird exponentiell zunehmen. Du kontrollierst die Seuche indirekt, indem du sie weiterentwickelst. Ja. Das haben wir uns gedacht. Wollen wir mal hitzeresistent, damit das uns noch... Oh. Du hast deine Krankheit mit den S-Punkten weiterentwickelt. Weitere Optionen sind abrufbar, zerplatze Bio-Farbblasen und infizierte Menschen für weitere Punkte. Ja, okay. 20 Menschen sind infiziert. Das ist noch nicht viel, das ist gar nichts. Also von insgesamt 7 Milliarden ist das gar nichts. Okay, machen wir mal ein bisschen schneller am Anfang, ist das, glaube ich, nicht so schwer. Eine neue Energiebericht bestätigt, dass mehr Pylonen gebaut werden müssen, um zukunftssichere Energieversorgung zu gewährleisten. Okay, was auch immer das mit unserer Krankheit zu tun hat. Um über ein Land mehr zu erfahren, klicken Sie auf den Ländernamen am unteren Rand des Bildschirms, um das Ländermenü zu öffnen. Ja, das wissen wir doch. Haben wir doch eben schon mal gemacht. Okay. Ja, alles gut. Dann wollen wir mal gucken. Symptome. Ausschlag. Ausschlag ist gut. Ibu 125 hat 100 Personen in Ägypten infiziert, was die Chance vergrößert, dass sich infizierte Personen, gesunde infizieren. Entwickle deine Krankheit weiter. Okay, machen wir. Oh, immer diese Erdbeben. Ja, nichts Interessantes in den Nachrichten. Zumindest nicht, was unsere Krankheit betrifft. Dann gucken wir mal den Übertragungsweg. Vögel sind doch immer schön, oder? Ja, machen wir mal Vögel. Und Viehbestand. Da haben wir wieder keine DNS-Punkte mehr. Und schauen wir mal weiter. Ibu 125 hat tausende Ägypter infiziert. Die Menschen erkranken immer schneller. Okay. Das geht ja wirklich schnell. Ibu 125 erreicht Nahosten wurde infiziert. Deine Krankheit ist auf dem besten Weg, zu einer Seuche zu werden. Wenn ein neues Land infiziert wird, zerplatzt die rote Blase für Bonus-DNS. Ja, machen wir doch. Okay. Ibu 125 hat das Hustensymptom ohne DNS mutiert und weiterentwickelt. Infektionsblasen für DNS-Punkte. Rote Infektionsblasen erscheinen, wenn du ein neues Land infiziert hast, der Platze. Hatten wir doch gerade erst. Okay.
Weltweit sind schon infiziert immer mehr. Über 125 infizieren immer mehr Länder. Steuere die Ausbreitung, indem du Übertragungsmerkmale im Krankheitsmenü weiterentwickelst. Ja, machen wir. Und Insekten machen wir. Oh, passt genau. Das Problem ist natürlich, je weiter sich das hier ausbreitet, desto eher fängt die Welt an zu forschen. Schauen wir mal, was Ägypten gesagt hat. Die Regierung noch gar nichts. Ein ganz normaler Tag. Ein ganz normaler Tag, ein ganz normaler Tag, ein ganz normaler Tag, ein ganz normaler Tag. Okay. Die interessiert es halt noch gar nicht. Das Ibo 125 hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als Tuberkulose. Eine sehr ansteckende Krankheit. Ja, genau das wollten wir ja haben. Die Regierung macht trotzdem noch nichts in Ägypten. Das Weltmenü erhält nützliche Daten. Jetzt, da sich Ibo 125 auf der Welt ausbreitet, beginnt, wenn sich das verwenden Sie das Weltdatenmenü unten rechts, um zu sehen, welche Länder nicht infiziert sind. Noch nicht. Okay, welches Land ist da denn jetzt infiziert? Spanien. Okay. Das haben wir schon alles. Schwere ist doch nicht schwer. Okay. Das wollen wir ja nicht. Fähigkeiten. Okay. Da brauchen wir noch einen DNA-Punkt. Den wir jetzt auch haben. Und wir entwickeln mal. Arznei in Spanien hemmt Infektionen. Spanien ist ein wohlhabendes Land mit einem guten Gesundheitssystem. Um die schneller auszubreiten, kannst du zum Beispiel Resistenz gegen Arzneimittel weiterentwickeln. Das haben wir ja gerade getan. Schön, dass du uns das nochmal sagst. Oh, da ist ein Schiff, das infiziert ist. Und das fährt nach... Ach, da unten hin. Ah, in England ist auch schon. Oh. Jetzt kommen auch größere Länder dran. Auf der Welt sind schon 81.000. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in Ägypten eine neue Krankheit namens Ibo 125. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf. Ja. Ibo 125 hat das Schwitzensymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Okay. Ibo 125 hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als HIV, eine extrem ansteckende Krankheit. DNS-Punkte, das ist... Wir wären schon langsam nach Europa. Genau, Ägypten startet Arbeit an Heilmittel. Ägypten trägt als erstes Land den Ärzten auf, nach einem Heilmittel für Ibo 125 zu forschen. Ohne größere Fördermittel wird damit gerechnet, dass es länger dauern wird. Da gucken wir mal, Ägypten ist dabei und bis jetzt noch keine anderen Länder. Deswegen müssen wir unser Bakterium immer weiterentwickeln, damit da keine Forschung dagegen geschehen kann. Oder zumindest erschwert wird. Oh, jetzt geht's ja wieder mal rund. Auf normaler Geschwindigkeit, also ist nicht, dass wir hier, ja, machen wir noch Kälte dazu, können das hier sich auch in Europa ausbreiten weiter. Oh, da
Das sind ja fast alle infiziert. Türkei. Sind 100% infiziert. Oh. Das ist... interessant. Also die Türkei und Ägypten sind schon zu 100% infiziert. Deswegen bearbeiten die auch beide an der Forschung inzwischen. Ja, hier haben wir mal die Übersicht. Wie viele Länder infiziert sind. Also es sind noch mehr gesund als infiziert und noch keine Toten. Also noch nicht ausgestorben. Sudan ist jetzt auch komplett infiziert. Alle Klimabedingungen, ja genau, das ist gut. Hier breitet sich jetzt auch weiter aus in Algerien. In Libyen geht noch. Saudi-Arabien. Oh, in Deutschland hat sich auch, haben sich jetzt auch 7 infiziert. Australien inzwischen. IPRO 125 hat das Anämie-Symptom, ohne den S-Punkt mutiert und weiterentwickelt. Das ist sehr schön. Gucken wir mal auf die Übertragung. Wie Infektionssensitivität, wie ansteckend der Erreger ist. Aber es sind noch keine schweren Symptome. Lungenentzündung, warum nicht? Lungenödem. Das hört sich nicht gesund an. Das hört sich nicht gesund an. Erster Todesfall durch IPRO 125 in Ägypten bestätigt. Weltweit sind schon 41 tot. Okay. Afrika infiziert sich immer weiter. IPRO 125 hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als die gewöhnliche Grippe. Es ist die ansteckendste Krankheit, die es gibt. Genau das wollten wir ja erreichen. Erster Todesfall in Ägypten, ja. IPRO 125 auf die Beobachtungsliste gesetzt. IPRO 125 wurde auf die WHO-Beobachtungsliste aufgenommen und als gefährlich eingestuft. Regierungen wurden gewarnt, dass die Krankheit unaufhaltsam werden könnte. Ja. Und wir haben schon wieder... Fähigkeiten. Okay, Symptome. Schmerzhafte Knoten, ja. Schlafstörung. Wer muss denn schon schlafen, wenn er krank ist? Okay, hier können wir nichts weitermachen. Und die Welt hat schon 1% an Heilmittel geforscht. Okay, Ägypten ist das erste Land... Entschuldigung. Das ist das erste Land, das die Ausbreitung von IPRO 125 durch verschärfte Ein- und Ausreisebedingungen einzuschränken versucht. Wie wirksam es ist, wirkt sich zeigen. Ägypten ist zu 100% infiziert. Also von daher... Tag der Sensibilisierung für IPRO 125. Wohltätigkeitsorganisation veranstaltet einen Tag der Sensibilisierung für IPRO 125, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen und um die Forschung zu fördern. Ja, und wie das dann mit unserer Krankheit weitergeht hier auf der Welt, ihr seht ja, Afrika ist fast zu 100%, hier ist noch so ein kleines Angola, fast zu 100% infiziert. Der Nahe Osten, ähnlich schlimm. Und es breitet sich weiter nach Asien aus. Indien ist auch zu 100%, naja, fast zu 100%, ja doch zu 100%, das sind Tote, infiziert. Und es breitet sich weiter aus. In Europa geht es noch. Und in
Amerika insgesamt, Nord- und Südamerika. Aber das werden wir auch korrigieren. Also, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis denn und tschüss.